willkommen zurück in einer neuen Folge zu Sie3. Wir befinden uns heute an der oberen Rottalbahn, eigentlich in einer ziemlich alten Strecke, aber ich bin die auf dem Kanal zumindest bislang noch nie gefahren. Trifft auf mein richtiges Susi jetzt nicht zu, aber da ist die Fahrerfahrung jetzt auch nicht sehr hoch, also ich würde mich noch nicht als streckenkundig bezeichnen. Vor allem nicht in Susi. Und ja, wir befinden uns aktuell im Bereich Schwerte. Da stehen wir gerade. Da habt den Simulator gerade noch pausiert. Wann haben wir denn überhaupt Abfahrt? 9.23 Uhr. Na, gleich. So. Und zwar. Oh, so. Wir fahren. Okay. Aufstieg links und rechts. Das war Fiss. Und zwar, jetzt nochmal ein paar einleitende Worte, wir haben jetzt nämlich schon Abfahrt, Fahrgastwechsel ist abgeschlossen. Wir fahren heute den Regionalexpress nach Kassel-Wilhelmshöhe. Der Fahrplan ist zweigeteilt, wir fahren am 12.06.2015 erstmal den Abschnitt jetzt bis nach Bestwig. Und im zweiten Teil, der Fahrplan startet dann wieder in Meschede, also das ist eine kleine Überschneidung, Meschede und Bestwig. Und dann von Meschede, der zweite Teil, geht dann über Brilon, Warburg bis nach Kassel. Und ja, Triebfahrzeug, Baureihe 612, Diesel, keine AFB, nix. Und ja, bin mal gespannt, wie das wird. Ich hab mit der Kiste jetzt noch nicht so viel Erfahrung, also wir werden es sehen. Aber Oberrottalbahn, schöne Strecke, deswegen würde ich sagen, fahren wir dann auch gleich mal los. So, mal sagen, nehmen wir Pause rück, Türfreigabe zurück, Türen sollten zu sein, Bremsen sind los. Und mal sagen, geben wir mal Gas hier. Ausfahrt mit mehr als 40, da können wir uns befreien. Fahrplan sagt 80, Hauptsignal, Fahrt mit Vmax, dann fahren wir das auch. Ja, hinter uns liegt Hagen, da kommt der Zug her. In diesem Fahrplan leider nicht beinhaltet. Im Streckenmodul mäßig sind wir schon kurz vor Hagen Hauptbahnhof. Also theoretisch ist das alles schon befahrbar. Der Zug ist neigetechnikfähig, also der legt sich in die Kurven. Zwischen Warburg und Kassel ist die Strecke auch GNT-fähig. Da haben wir gerade das Signal bekommen, dass die Oberleitung sich verabschiedet. Und jetzt befinden wir uns auf der oberen Rottalbahn. Ah, schon wieder. Oh ne, wir können sogar Gas geben. 120 sind schon freigegeben. Ja, mal von außen gezeigt, Triebfahrzeug 612, besonders schön, der ist mit ZZA ausgestattet, also es sind, würde ich mir jetzt mal vermuten, zwei Modelle, aber der eine kann Hagenschild, der andere Kassel, sieht ganz gut aus. Und unser erster Halt ist Fründenberg. Sagen, dass sie sind jetzt schon die schnellen Abschnitte der oberen Rottalbahn. Also 120, das hast du hier weit nicht in allen Teilen. Was hat den Ebola, den sieht man, glaube ich. Oh. Also zu sehen, Display-Integration ist da. Da bin auch schon die 110 angekündigt. Nur mal gucken, ob Ausrollen vielleicht sogar schickt. Ja, sieht gut aus. Oh,
ersten Bahnhof schaue ich dann auch nochmal rein, ob der Sound so passt. Aktuell sind wir pünktlich, wie es ausschaut. Ja, der Bauzustand der Strecke ist ein bisschen älter als der Fahrplan. Also hier sind durchaus noch Bahnhöfe drin, die in der Realität nicht mehr da sind. Bei allen weiß ich es nicht, ob es in der Realität noch gibt oder nicht. Bahnen dann schon. Und dann 60,7 können wir auch wieder beschleunigen. Wir sind 100. Ja, jetzt haben wir wieder 140. Jetzt haben wir 140 freigegeben. So ganz. Ja, 2 Kilometer. Ne, 4 Kilometer. Auch mal gucken, was wir hier so rausholen können. Vmax vom Triebfahrzeug ist 160. Das können wir auch zwischen Kassel, zwischen Warburg und Kassel fahren. Nur die GNT, also Neigetruck-Technik, das spackt die am Ebola ein bisschen rum. Die angezeigten Geschwindigkeiten da, die stimmen nicht immer. Von daher wird es da wahrscheinlich auch Minuspunkte hageln, weil du nie weißt, wie schnell du jetzt eigentlich fahren darfst. Alten Fahrplänen vor der 612 Vorauskampf hinzu, ist man das Ganze ja noch mit Baureihe 611 gefahren. Da hat es hier, wenn man den zurückgezogen hat, hat er auch gebremst. Hier habe ich so das Gefühl, das bringt gar nichts. Kannst du dann drehen, wie du willst. 628 kommt entgegen. Sehr viel hier wieder gebremst, ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren. Dann fahren wir hier ein bisschen schön die Dieselstrecke. Hier sind jetzt 100. Die fahren wir aber auch. Der Fahrplan ist nämlich tatsächlich ziemlich hart. Finde ich. Zug legt sich auch schön in die Kurven.
kleine Seen oder Teiche. Da haben wir ein gelbes Vorsignal. Das sieht aus wie ein Pfad von Handelberg. Nächste Station. Hilfe. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Sie? Boah. Ah, jetzt gemacht. Jetzt hat er mich aus dem Fenster getappt. Das ist natürlich scheiße, weil dann die Siever nicht nimmt. Naja, egal. Im Video weiß ich gar nicht, ob man das gesehen hat. Da habe ich zu sehr tatsächlich auf Fensteraufnahmen und das soll sich nicht so viel getan haben. Gab es halt eine Zwangssache. Gipfelmaus. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ah, der hier, der hat auch irgendwie so ein besonderes TAV. Das ist irgendwie wie im Reisezug. Also, Reisezug im Sinne von Lok vorne dran. Dass man die Tür halt auch mit so einem Drehschalter anscheinend freigibt. Nee, nicht freigibt, sondern die Seite wählt und mit Taste T freigibt. In Triebwagen ist es ja im Allgemeinen normalerweise eigentlich so. Ja, wobei, das ist auch nur in Elektrotriebwagen. Diesen Triebwagen mit TAV bin ich tatsächlich noch nie gefahren. Hinzusehen. Da gibt es auch ein schönes Video zu. Oh, zwangsweise. Also, haben wir auch schon schöne Minute Verspätung hier. Fröndenberg, Ausstieg rechts. RE 17 nach Kassel-Wilhelmshöhe über Wickede an der Ruhr, Neheim-Hüsten, Arnsberg in Westfalen. Jo. So, und ich kontrolliere jetzt mal kurz den Sound. Es gibt einen kleinen Cut. So, sind wir wieder da. Hab Susi mal nochmal einen ganz kleinen dicken Leiser gemacht. Hoffe mal, das reicht dann so. Ja, wir stehen in Fröndenberg. Ja, grobe Fahrzeit hier ist, glaube ich, eine Stunde bis nach Bestwig. Ein schöner Türschließsound fehlt der Kiste noch. Ah, Abfahrt. Kommen wir uns auf rein. Hauptsignal ist wieder grün. Fahrt mit 90. Beziehungsweise wir können eigentlich gleich schon auf die 140 hoch beschleunigen. Die sind hier nämlich gleich freigegeben. Sieht man hier. Da ist irgendwie ein weißes Bild und dann kommt erst die Strecke. RE 17 nach Kassel-Wilhelmshöhe über Neheim-Hüsten, Arnsberg in Westfalen, Öfentrop. Nächste Station, Wickede an der Ruhr. Jo. Kilometer 178,8. Wir fahren die Streckenkilometrierung aufwärts. Was heißt in 7 Kilometern knapp.
dann sind wir da. Fahrt freigegeben mit 140 km/h, nicht 160. Und ja. Und mal gucken, eine Minute. Ich zähle, also was heißt nur ich, die Bahn zählt das ja auch noch als pünktlich. Passt schon. Das ist tatsächlich der schnelle Teil der Ruhrtalbahn. Das wird da Richtung Kassel immer schlimmer. Der Abschnitt Brilon bis nach Scherfelde ist noch zweigleisig. In echt wird er jetzt, glaube ich, sogar, oder ist sogar schon zurückgebaut. Boah, ist ein bisschen schnell. Der ist ja sogar schon zurückgebaut. Auf ein Gleis, in Susi erst Scherfelde bis Warburg auf ein Gleis zurückgebaut. Liegt wohl auch am Verkehrsbedarf, da ist wohl nicht so viel los. Oh, nee, dass wir auch mit dem Bahnhof nicht verpeilen, das wäre auch noch schön. Bei 178,8, das heißt, bei 178 kann man mal langsam anfangen zu bremsen. So, 2 Kilometer. Nächste Station, Wickede an der Ruhr. Da haben wir die Minute sogar wieder drin. Und muss sagen, das ist tatsächlich ein schönes Fahrzeug, der bremst gut. Stieg in Fahrtrichtung links. Also die Bahnsteige hier, das ist glaube ich auch nach neuestem, beziehungsweise heißt nach neuestem, nach neuerem Standard überhaupt nicht mehr zulässig. So ein ungesicherter Bahnübergang über das Gleis, da müssen wir nochmal irgendwie Schranken hin. Ah komm. Rutschen jetzt soweit. Wickede an der Ruhr. Ausstieg links. RE17. Kassel, Wilhelmshöhe. Über Neheim-Hüsten. Mal gucken, kriege ich das hier rein? Ich habe eine Fahrplanmitteilung. Ich ziehe gerade einfach mal kurz einen Screenshot drüber. Da kann man es so einblenden in der Nachbearbeitung. Gucken wir kurz hier zu sie pausieren, nicht dass da wieder ein Malheur passiert. Speichern. So. So, Triebfahrzeugführer, Zug 3907. Standort, Signal N2. Sie dürfen vorbeifahren am ASIG N2 im Bahnhof Wickede. Also Befehl 2 gültig gemacht. Ist noch was?
Fahrdienstleiter Susi FDL am 12.06.2015, 9:39 Uhr. Passt. Also, wir haben einen Befehl. Abfahrt. Ja, die erste Tür, die stand sogar noch am Bahnhof. Ist das überhaupt ASIC? Ja gut, der AWB ist kurz. Ist ja im Fahrplan gekennzeichnet. Oh. PZB war noch restriktiv. Jawohl. Ja, danke. Kassel Wilhelmshöhe über Arnsberg in Westfalen. Gab es nochmal eine Fahrplanmitteilung? Freie Null. Nächste Station Neheim-Hüsten. Ach ja, die Fahrt ist ja schon wieder wunderbar. Ja, PCB war nur restriktiv. Da ist nicht VMAX 40, sondern VMAX 25. Befehl. Können wir auch gleich wieder durchbeschleunigen. Der AWB ist ja bei 179,5 schon wieder aufgehoben. Also wir sind ja jetzt schon wieder drüber. Jetzt sind freigegeben 140 noch, aber ich beschleunige immer nur auf die 120, die jetzt hier schon angekündigt werden. Ach, die Strecke und ich, das ist... Ich bin einfach keiner von diesen Leuten, die gerne mit diesen Dieselkutschen juckeln. Kommst du nicht vorwärts, bist ewig und drei Tage unterwegs und schaffst trotzdem keine Mähe. Angekündigt. Wir fahren auch gerade gar nicht schneller. Ja, nächste Halt ist Neheim-Hüsten. Danach folgt Arnsberg. Darf gefahren werden. Und hier, wo es wieder gerade wird, das sind wir dann wieder auf 120 freigegeben. Zuglänge beträgt 104 Meter. Das ist tatsächlich relativ angenehm, von hier so einer großen Tafel zu so einem kleinen Stein. Dann ist es genau eine Zuglänge. Thank you.
Vosswinkel, wo wir gerade durchziehen. Ist Neheim ist der nächste Halt. Und dann kommt auch schon der Schlossbergtunnel von Arnsberg in Sicht auf dem Ebola. Der Vorteil, wenn man so ein bisschen Verspätung hat, im Normalfall sind die Signale dann grün. Aber wir sind ja mit einer Minute, die wir aktuell im Plan hinterherhängen, nur relativ glücklich. Wir nähern uns dem nächsten Halt. Nächste Station, Neheim-Hüsten. Weiß leider noch nicht, sieht aus nach Ausstieg links. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aber noch ein bisschen später bremsen. So. Ein paar hundert Meter hätte man stehen müssen. Aber ist nicht so wild, ist trotzdem am Bahnsteig. Neheim-Hüsten, Ausstieg links, RE17 nach Kassel-Wilhelmshöhe über Arnsberg in Westfalen. Freie Null. Ja, nach Freien Null kommt, glaube ich, sogar schon Mechelen. Also diese Zweiteilung ist für YouTube, glaube ich, ganz gut. Hat man da schön zwei Folgen draus, die sind auch beide ziemlich lang. Weil es ist halt von Schwerte bis nach Kassel auf dem Weg hier, sagen wir mal, ein längeres Unterfangen. Ja, da bin ich mal gespannt, wann die Erweiterung im Norden dann offiziell erscheint. Das ist ja jetzt schon fertig von Uelzen, dann weiter Richtung Lüneburg. Ja, nach Hamburg fehlt dann eigentlich gar nicht mehr so viel. Badowick, dann weiter da über Winsen, Maschenring, Schierbahnhof, da bin ich auch mal gespannt, ob sie das hinkriegen vernünftig.
Maschen ist ja doch ein Riesending. Und dann bist du ja schon in Hamburg-Harburg. Ausfahrt mit 120. Die Siegstrecke wird wohl auch erweitert, nördlich Richtung Troisdorf erstmal. RE17 nach Kassel-Wilhelmshöhe über Öfentrop, Freienohl, Meschede. Nächste Station Arnsberg in Westfalen. Ja, in Troisdorf schließt er dann die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main, also die Rennpiste von Frankfurt aus an. Da muss ich sagen, die Strecke, das sind Susi, das wird mich schon reizen. Das ist ja die Achterbahn und die heißt ja nicht umsonst so. Auch wenn man da mal im ICE mit 300 Gamma mitfährt, da spürt man doch schon, das ist eine andere Strecke. Die Kilometersteine, die stehen nur links. Hier, wenn man im Ostseillager aufnimmt, das Ding da. Die stehen aber dafür alle 100 Meter. Was heißt, zur Orientierung sind die trotzdem ganz gut zu klauen. Wow. Ein bisschen fallen gegeben auf 120 km/h. Die Sache ist, auf der Strecke hier kann eigentlich nicht so viel los sein. Die haben ja einen Signalabstand von 10 Kilometern fast. Zwischen Neheim-Hüsten und dem Esig von Arnsberg, da ist ja wirklich, steht dann kein Signal dazwischen. Heißt, das tut der Streckennutzbarkeit jetzt nicht unbedingt. Aber da, hier scheint ja auch nicht so viel los zu sein. Und obwohl die Strecke eigentlich von mir aus gar nicht so weit weg ist, hat sich für mich auch bis jetzt noch nie eine Gelegenheit geboten, da mal irgendwie lang zu kommen. Richtung Ruhrgebiet war dann doch immer der ICE und war von der Trakteva. Halt die Bundesautobahn 45. Ja, die Strecke hier, die wird wahrscheinlich dann ab Hagen Bahn 70. Die Strecke hier wird dann wahrscheinlich, zumindest ist das wohl in Planung, von Hagen aus dann auch noch weiter erweitert Richtung Norden. Was heißt Norden? Eher Westen. Hier kommt der Schlossbergtunnel und hinter dem Tunnel ist eigentlich direkt der Bahnhof. Und jetzt sieht man hier gleich, dass selbst hier das mittlere Display mit Display gemacht ist. Nächste Station, Arnsberg in Westfalen.
Der leuchtet nämlich. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, Arnsberg. Arnsberg in Westfalen. Ausstieg rechts. RE 17 nach Kassel-Wilhelmshöhe über Öfentrop. Freie Null, Meschede. Und in Bestwig, da endet die Fahrt dann. Zumindest im Video. Hinzusehen in dem Sinne auch, aber wir können ja durchaus weiterfahren bis Kassel. Im 1981er Fahrplan, da ist die Strecke auch durchgehend befahrbar. Aber auf dem anderen Fahrplanteil, da hängt ja noch der Rattenschwanz hoch bis nach Paderborn dran. Auf dem Stück, weiß ich gar nicht, waren wir da schon mal unterwegs. Ja doch, zumindest kann ich mich daran erinnern, dass da Hessentag-Szenario sind wir schon mal gefahren. Das ist ja immerhin bis nach Hofgeismar gewesen. Da kommen wir auch wieder vorbei. Oh, Fahrt mit 80. Wilhelmshöhe über Freie Null, Meschede, Bestwig. Nächste Station, Öfentrop. Jetzt machst du es auch erstmal, glaube ich, mit den höheren Geschwindigkeiten. Was heißt höher? Für die Bahn ist ja 120 jetzt auch noch nicht so schnell, aber auf der Strecke ist das der Luxus. Jetzt haben wir erstmal wieder freigegeben auf 100. Da kommt ein 612er entgegen, der hat Haken geschildert. Da nicht 80, nee, 90. Lassen wir mal rollen. Die haben wir nämlich jetzt. Haben wir 204 Punkte.
6, da haben wir... schnell. Mit 204.6, da haben wir auch dann Öfendorp erreicht. Hier links fließt die Ruhr. Der Fluss, nachdem das hier benannt ist, das macht sich angekündigt. Lag zwar kein Magnet, aber bestätigt werden ja Signale und keine Magneten. Nächste Station, Öfendorp. Weiter rollen, dann sind wir mir so langsam, das kostet so viel Zeit. Ausstieg links. Ne, rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Fahren wir mal lieber hier so ran, ein bisschen schärfer. Anscheinend keine dazwischen. Dabei wollen wir doch mal hier stehen. Öfendorp, Ausstieg rechts, RE17 nach Kassel, Wilhelmshöhe über Freienhul, Meschede, Bestwig. Ja, wir fahren übrigens Doppeltraktion 612. Sitzen in 16.12. Das nächste ist abgeschlossen, können wir Gas geben. Wilhelmshöhe über Meschede und Bestwig. Nächste Station, Freienhul. Jo. Links immer noch die Ruhr. Jetzt zweigt da irgendwas ab. Ich habe aber keine Ahnung was. 70 angekündigt, die gelten ja irgendwo im Tunnel. Ich habe aber keine Ahnung, ob wo. Lassen wir einfach mal aus.
auszurollen. 207,7, ja. Im Tunnel stehen aber keine Kilometerangaben drin. Ah ne, das gilt hinter dem Tunnel. Im Freinola-Tunnel ist der Geschwindigkeitswechsel. So langsam hier. Ich glaube, hier gelten erst die 70. Ja, das ist halt schon besser, wenn man ein bisschen Streckenkunde hat, aber ich fahre die Strecke halt meistens auch nicht. Obwohl, ich muss halt sagen, gestalterisch etc. ist die Strecke eigentlich wunderbar. So, jetzt sind wir im Freinola-Tunnel. Und hier liegt irgendwo ein Geschwindigkeitswechsel drin. Ich würde mal vermuten, ab hier, wo es wieder gerade ist. Deswegen beschleunige ich jetzt mal. So ganz knallt drin. Warum haben wir gar nicht beschleunigt? Hier ist ja schon direkt der Bahnhof. Nächste Station, Freie Null. So, wo zum Henker brauche ich hier Halt? Da liegt wieder in der Kurve hier. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Anhalten. Freie Null, Ausstieg links, RE17 nach Kassel-Wilhelmshöhe über Meschede und Bestwig. Jo. Da haben wir es bald geschafft. Meschede ist schon auf dem Fahrplan in Sicht. Etwa 10 Kilometer. Bestwig ist auch nicht so weit. Ah, Abfahrt. Ah, die Schnarre, die hat sich auch bedankt. Ausfahrt mit 100 km/h. Bahnübergang ist gesichert. RE17 nach Kassel-Wilhelmshöhe über Bestwig. Nächste Station Meschede.
fahren eh nicht schneller als 90. So schnell ist der Wagen nicht in der Beschleunigung. Da kommt eine Strecke rein. Allerdings kein fahrplanmäßiger Halt. Ich weiß nicht, ob der Bahnhof noch existiert. Es sieht jetzt jedenfalls nicht so unbedeutend aus, dass man den einfach weggerissen hat. Aber ich habe keine Ahnung. Oh, hier gilt Tempo 90. Und hier kann man jetzt nochmal schön sehen, wie sich der Zug in die Kurve legt. Neigetechnik, die ist ja auch voll funktionsfähig. Nur jetzt sind wir auch wieder freigegeben, auf Tempo 100. Ab der Strecke wieder, naja gut, gleiches gut, 217. Auf dem Ebola sieht das so nah dran aus. Aber das ist einfach, weil hier zwischen keine Betriebsstelle mehr ist. Ja, jetzt sind wir im Bereich, hier gibt es keinen Zugfunk mehr. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so realistisch ist. Zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht ja. Aber seit Streckenkilometer 212 haben wir keinen Zugfunk mehr. Man sieht verkehrsmäßig, so viel ist uns noch nicht entgegengekommen. 628 Lind und ja, ein 612er doppelte Aktion. Hier ist so ein Schrankenwärter Laumann. So sieht es zumindest aus. Ah, noch 400 Meter. Jetzt sind wir wieder auf 100 freigegeben. Ah, da kommt noch ein Lend. Hoppa, da haben wir ein gelbes Vorzeichen. Ja, jetzt kommt doch schon Michelin. Nächste Station, Meschede. Meschede Weichenwärter Stellwerk war hier gerade. Gibt ja bei den Mechanischen noch ein paar mehr Stellwerke, die da zuständig sind. Ist ja mit neuerer Technik alles ein bisschen einfacher.
auch. Willkommen in Meschede. Auf dem Abschnitt da war jetzt sogar Verspätung eingefahren, obwohl ich sogar teilweise über der Höchstgeschwindigkeit war, kurzzeitig. Soll er die Türen freigeben. RB17 nach Kassel-Wilhelmshöhe über Bestwig. Ja. Vorletzter Bahnhof dieser Folge. Wie gesagt, die Fahrzeit, die sollte gut eine Stunde sein. Kann es jetzt nicht genau sagen. Die Aufnahme hier gerade läuft seit 45 Minuten fast. Aber ich habe ja in habe ich gekattet, irgendwo vorne Soundtrack-mäßig. Ist schon ein bisschen her. Fröndenberg, glaube ich. Oder Wickede. Ich glaube, was war Fröndenberg. Abfahrt. Da kommt Bestwig in Sicht. Nummer 10 Kilometer. Also, nicht ganz. Eigentlich nur 9. RE17 nach Kassel-Wilhelmshöhe. Nächste Station, Bestwig. Und im Bestwig ist dann unser erster Teil auch zu Ende. Kleiner Tipp, 2 Zwangsbremsungen, kurzzeitige Geschwindigkeitsübertretung, das gibt 0,0% in der Wertung. Das würde mich wundern, wenn es hier noch irgendwas gibt. Verspätung haben wir ja auch und wahrscheinlich dann auch noch schlechter Fahrstil wegen Zwangsbremsung. Auch die Ankündigung. Hier ist wieder ein Schrankenwärter. Ich glaube, die wurden auch heutzutage schon alle ersetzt. Aber die Strecke danach bauen, der ist ja auch ein bisschen in der älteren Zeit. Aber manche Gebäude sollten wohl auch von heute sein. Ja, hier rechts die Anlage, das sieht irgendwie auch aus, als wäre das noch nicht ganz so lange da. Ja, hier kommt jetzt Bahnhof Eversberg, den gibt es wohl heute nicht mehr. Hier ist Eversberg Fahrdienstleiter Schnellwerk. Das ist nochmal ein Schnellwerk. Wer sitzt hier? Keine Ahnung.
normalerweise wird es ja aus der Bezeichnung relativ eindeutig. Wenn F ganz hinten steht, dann ist das meistens das Fahrdienstleitungsstellwerk. Wenigstens noch ein bisschen hoch beschleunigt. Wir sind da 90 und wir nähern uns Bestweg. Lass mal rollen, dass wir nicht noch mehr Zeit verschwenden. Aber schon wieder so langsam. Nächste Station, Bestwig. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Ausstieg müsste rechts sein. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wow. Jetzt gibt es auch gleich die Auswertung. Sieht man die? Jawohl! Ja gut, das habe ich mir gedacht. Warum haben wir dann die Türfreigabe vergessen? Ja, das war die SIFA. Käufer nicht betätigt. Ja, wo war denn das? Hinter Arnsberg? Drauf. Ist das hier mit den Tunneln oder was? Aha. Soweit ich weiß, braucht man vor Tunneln nicht mehr pfeifen. Das ist, glaube ich, irgendwann mal außer Kraft getreten. Bei P-Tafel habe ich keine gesehen. Naja. Gut, vor Max-Überschreitung haben wir die geschafft. Hier. Dort minimal. Dort minimal. Ja. Gut. Das war der erste Teil. Aber weiter geht's im zweiten Teil. Dann starten wir. Vorhin weiß ich nicht, ob ich es zuschneide. Jedenfalls startet der zweite Teil wieder in Meschede. Man heißt den Abschnitt in Meschede-Bestwig. Den gibt es zweimal zu sehen. Aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.